Und mit diesen Bildern begrüße ich euch recht herzlich zu The Legend of Grimrock. Ich bin allerdings nicht alleine. Tja, leider nicht. Wenn er mal was sagt. Ja, der Nils ist dabei, der Nils 11. 11. Und ja. Nölz. Nils. Und wir haben uns mal gedacht, wir spielen das Spiel mal parallel. Und ich nehme es auf und wir beide quatschen währenddessen. Das ganze Ding hier. Und Ja. ja, erzähl weiter. Mach, mach, mach. Das Spiel hier ist ein Dungeon Crawler, ein sogenannter. Gab es früher ganz oft die Spiele. Kaum einer wird sich daran vielleicht kaum noch erinnern, denke ich mal. Nur die etwas ältere Generation, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel The Elder Scrolls 1 Arena war einer oder The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Kennst du beide nicht, Ich richtig? glaube, Fallout 1 war, glaube ich, auch einer, ne? Nee, Fallout 1 war mehr so wie Diablo aufgebaut. Ach so, ja, stimmt, so außerhalb. Genau, also so Ja, ich habe Vogelperspektive. da nicht wirklich Ahnung, also habe es auch nie gespielt. Ja, kurz zur Steuerung. Man bewegt sich in Tiles, in Feldern auf dem Boden. Also wenn man einmal W drückt, kurz, bewegt man sich ein ganzes Feld nach vorne. Wenn man S drückt, eins nach hinten. Wenn man A drückt, strafet man eins nach links. Und wenn man D drückt, eins nach rechts. Wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält und sie übers Bild zieht, kann man sich drehen. Und ja, das war erstmal so viel schon mal zur Steuerung. Jetzt kommen wir mal hier zum Interface, was sehr minimal ist. Wir haben die Maus. Und unten rechts haben wir unsere vier Charaktere, unsere Party, die vier Gefangenen, die in den Mount Grimrock in die Schlucht reingeschmissen wurden, wie wir gerade im Intro gesehen haben. Und ja, als erstes haben wir rechts neben dem Charakterbildchen eine rote Leiste. Das sind die Leben. Da, wenn die auf Null fallen, ist man tot. Also ist der Charakter tot. Und dann haben wir die blaue Leiste darunter. Das ist die Energie. Besonders wichtig für den Magier. Wenn die auf Null fällt, kann er nicht mehr zaubern. Wenn die bei einem normalen Typen auf Null fällt, kann der nicht mehr angreifen. So, dann haben wir darunter zwei Hände. Einmal linke Hand, einmal rechte Hand. Kann man ausrüsten, zum Beispiel Fackeln oder Waffen. Ja, wenn wir mal auf das Bild von unserem Menschen klicken, der hier Fläppchen heißt, haben wir halt Inventar, dann die Attribute und die Skill Points. Mal so. Und natürlich auch Food, sprich, sie kriegen mit der Zeit Hunger und man muss halt essen. Ja, und was sie halt maximal tragen können, was in dem Fall bei mir jetzt 60 Kilogramm sind. Ja, Ja. das war's so im Habe ich Groben. soweit alles verstanden? Das ist schon mal gut. Und ja, ich mache jetzt erstmal so. Ich gehe jetzt erstmal zur Eingangstür, zu diesem Gitter. Dann an der rechten Wand steht eine Nachricht. Choose your fate, perish in the cell or pick up the torch. Wir haben hier links die Fackel, die können wir aufnehmen, indem wir sie anklicken. Dann geht rechts das Tor auf. Und jetzt können wir sie beispielsweise unserem Rogue in die rechte Hand geben. Und dann haben wir permanent eine Fackel. Aber Achtung, Fackeln brennen runter. Sprich, ja, sie gehen alle Gehen sozusagen. dem Sinn lieber wieder raus. Na, man findet sehr viele Fackeln. Da kann ich ja eigentlich mal mein ganzes Team kurz vorstellen. Wir haben einen Minotaur namens Daeva, generierter Name. Ein Rogue, also ein Jäger namens Pharae oder einen weiblichen Jäger, der gerade eine Fackel in der linken Hand hält. Oder das ist die rechte Hand, nee, ist die linke Hand. Moment. Ja, ist die linke Hand. Und wir haben einen graubärtigen Magier namens Ganful. Magier daran zu erkennen, dass seine Hände blau umrandet sind. Wenn wir mal mit Rechtsklick auf seine Hände klicken, dann haben wir ein Runenfeld, was 3x3 ist. Diese Runen kann man zum Beispiel, wenn man die oben links nimmt und auf den Feuerball rechts klickt, auf diesen Ball da rechts, dann hat man den Feuerburst erlernt und auch gleichzeitig gezaubert. Und man findet im Spiel halt Runenschriftrollen, wo halt dennoch drin steht, welche Zauber welche Runen benötigen. Ja, mit Rechtsklick auf eine der Hände schlägt man zu. Auf der restlichen, oder? Na, also abgesehen jetzt vom Magier, wenn man
beim Menschen, beim Ja, Minotauren meine ich oder beim ja. Rogue mit der rechten Maustaste auf eine der Hände klickt, schlägt man zu. So, hier in Wänden gibt es versteckte Schalter. Fallen meistens auf. Werden wir auch schnell einen finden. Achso, by the way, das Spiel ist blind. Und da haben wir auch schon einen Schalter. Und bei mir auch. Ich kenne Bist du nur den schon Anfang. aus der Zelle Nee, rausgegangen? nee, in der Zelle noch Oder? drin. Secret found. Aber ich bin ja eher dafür, dass wir hier in der Zelle drin bleiben. Es stand ja auf der Schrift, auf der Wand drauf: Perish in the cell or pick up the torch. Ich Ja. bin fürs Erstere. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir Wir haben. wollen ja das Let's Play in die Länge ziehen, ne? Genau. Wir haben Lurker Boots, Ey, aber ich habe auch einen. ich verdiene ja nichts an den an dem Let's Play, das ist ja doof. Die Lurker Boots geben wir erstmal den Menschen und schauen mal, was sie haben. Evasion plus 5, Weight 0,3 Kilo. A skilled thief can move completely silently when wearing these boots. Okay, damit geben wir diese Boots mal unserem Rogue und ziehen die gleich mal an. Und wir haben hier noch einen Wurfstern, ein Shuriken, geben wir unserem Rogue auch gleich mal in die rechte Hand. Haben wir nämlich direkt mal eine Waffe. Genau das gleiche habe ich auch gefunden. Ja, die Dungeons Ach, werden meines. übrigens. Ja? Ja. Erzähl du. Übrigens, man kann auch mit Q und R kann man sich gleich um 90 Grad drehen, habe ich Ach gerade so. Ach so, rausgefunden. ja, das geht auch, Q aber. und E. Ja, stimmt, das geht auch, aber ich mag das beispielsweise nicht, ich mach das lieber mit der Maus. Es gibt auch im Menü, wenn man auf Options geht, gibt es auch unter dem Punkt Game den Punkt Enable Arrow Icons. Das ist eine kleine lustige Geschichte. Und zwar hat ein, ich nenne es mal beeinträchtigter Spieler, also ein Spieler, der eine körperliche Behinderung hat, hat die Entwickler angeschrieben und denen gesagt, könnt ihr das Spiel denn nicht auch so machen, dass man es nur mit einer Hand spielen kann, weil er hat nur die rechte Hand zur Verfügung. Und da haben sie extra für ihn diese Arrow Keys eingebaut, was ich sehr cool finde. Was auch noch geht, man, so viel Erklärung hier am Anfang. Und zwar kann man, Tja. wenn man beispielsweise, ich mach's mal mit dem Menschen und dem Rogue, wenn ich einfach mal irgendwo ins Feld vom Menschen klicke und das gedrückt halte und den nach unten ziehe, tauscht er den Platz mit dem Rogue. Ach so, Das ist okay. ganz wichtig, weil die vorderen beiden Leute, sprich in meinem Fall Das jetzt ist die Mensch, Reihenfolge, oder? ja, wie sie stehen. Die vorderen beiden stehen vorne, sprich die vorderen beiden können Nahkampfwaffen benutzen. Die hinteren beiden nicht. Die treffen da nicht. Sprich, du kannst mit dem Rogue kein Schwert benutzen, solange der in der zweiten Reihe ist. Das geht nicht. Verstehe. Genauso wenig wie du mit dem Magier, wenn du dem einen Stab gibst und mit dem Stab zuschlagen willst, das geht nicht, solange er in der hinteren Reihe steht. Obwohl doch, ich glaube, ein Stab ist eine Range-Waffe, weil die extra lang ist wie ein Speer. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Okay, und anstatt jetzt hier weiter in der Zelle rumzugammeln, laufen wir mal weiter. Ich bin jetzt schon nach rechts gelaufen Ja. und guck mir hier alles genau an. Ja, das sollte man hier unbedingt machen. Immer die Wände anschauen. Und die Grafik, muss ich sagen, ist auch echt wunderhübsch. Okay, sie können zwar schummeln, weil sie ja nicht viel machen müssen. Aber es ist Klar, aber es trotzdem. sieht cool aus. Ja. Gerade die Kann Lichteffekte sind eigentlich an der geil. Decke was sein? Das glaube ich nicht. Also, weil man kann ja die Decke nicht so. Du kannst ja die Decke nicht angucken und gleichzeitig was auswählen. Das geht ja nicht. So, da vorne kriegen wir doch gleich unsere erste Waffe. Aber erstmal. Ach so, in diese Ausbuchtung da. Genau. Aber erstmal nee, gebe ich meinem Menschen Peasants Tunic. Das gibt jeweils plus 2 Protection. Also und natürlich noch Hosen. Die Ach liegen so, vor der die Waffe. da am Boden liegen. Genau. Und ich gebe ihm auch gleich noch die Keule zur Hand. Und die Fackel in die andere Hand bei mir. Na, die hat mein Rogue. So, Ja, dann ist ja egal. nächstes Tor auf. So. Ach ja, und das ist hier Da alles ist doch in. sicher doch. Das ist hier Lass alles mich halt mal in. ausreden hier. Niemals. Das ist hier auch alles in Level unterteilt. Sprich, wir haben. Ich glaube, es gibt 30 Dungeons oder so. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher.
Eine Menge gibt es auf jeden Fall und die dauern, die ersten gehen schnell und die, desto weiter man kommt, desto länger dauern die Dungeons auch. Ja, man kann oben im Inventar auch auf die Karte drücken. Ja, genau, stimmt, das kann ich auch mal zeigen. Wo haben wir sie denn? Da Da kann man haben wir die sich Map. auch Notizen und so machen. Genau. Wir spielen übrigens nicht den Classic Mode. Im Classic Mode muss man die Karte selber zeichnen. Da hat man so eine Karte nicht, die sich automatisch aktualisiert, die musst du dann per Hand malen. Klingt auch interessant. Was das Ganze noch schwieriger macht. So, hier kommen wir jetzt schon zum nächsten Feature. Wir haben hier vor uns eine Druckplatte. Wenn wir mal darauf stellen, geht vorne das Gitter auf. Sobald wir wieder runtergehen, geht es aber wieder zu. Aber vor der Druckplatte liegt ein Stein. Den können wir da drauflegen. Das wollte ich gerade sagen. Das Aber die heißt, Druckplatte ist aus Stein. da kommt man nämlich gleich zum ersten Tipp der Entwickler. Wie war das? Carry always rocks with you. Also nehme immer Steine mit dir mit. Und hier haben wir auch schon mal einen Schlüssel. Den geben wir auch gleich mal dem Rogue. Ja, also sobald Bist du immer schon beim. wenig schneller als ich? Na, ich bin durch die Gittertür rechts gegangen. So, bis kurz nach den ersten Gegnern kenne ich das noch. Ich nicht. Ich kenne es noch gar nicht. Deswegen gucke ich auch hier alles genau an. Hier ist ein Brass Key, habe ich jetzt hier gefunden. Den hast du wahrscheinlich schon. Jo. Ja, so wie ich dich kenne. Bin dann ganz schneller. Okay, hier gibt's Nee, nichts. einfach durchrunnen hier. Ja. So, dann öffnen wir schon mal die Tür. Und gehen mal schon mal ein Schrittchen weiter, weil wir können ja jetzt hier nicht ewig auf Nils warten. Ja, ich heb da nur noch einen Stein auf hier. So, hier haben wir jetzt Da wieder ein ist doch Gitter. sicher noch hier. Ja, okay, red du. Hier haben wir jetzt wieder eine Gittertür und rechts davon ist ein Schlüsselloch, aber wir haben jetzt keinen Schlüssel mehr. Sprich, Schlüssel finden. Sprich, man kann sich hier auch die Quests selber geben. Sozusagen. Hier hat man einen kleinen Tipp. Und wieder ein Geheimnis. Aber du weißt nicht wo. Stimmt, da braucht man einen Schlüssel. So, den habe ich jetzt schon. Der Tipp, wie lautet der? Loose Rock. Okay.